Bro, also das neueste Kirby-Spiel ist schon seit langem draußen und ich habe random Bock bekommen, das Spiel zu spielen und die ganze Lore zu ent... Was machst du mit meiner Uhr da? Das hier, das ist schon lange keine Uhr mehr. Okay. Du bist wieder einer dieser Charakter, die random den Plot vorantreiben müssen und irgendwas Verrücktes machen, aber... Kannst du es bitte nicht in meiner Wohnung machen? Du weißt, dass wir eine dieselbe Person sind, oder? Oha, jetzt blamier mich doch nicht von meiner Community, Digga. Spiel doch einfach mit. Okay, scheiß mal da drauf. Wusstest du, dass Morphonite im neuesten Kirby-Teil einfach wieder so random erscheint, obwohl Kirby ihn im letzten besiegt hat? Ich hatte eh nicht vorgehabt, das Spiel zu spielen. Du bist Teil eines Lore-Videos. Was hast du anderes erwartet, Mann? Weißt du, egal. Ich muss auf jeden Fall los, eine gewisse Person treffen. Du wirst später verstehen. Das neueste Kirby hat actually was Neues zur Lore beigetragen. Und das ist ziemlich krass, um ehrlich zu sein. In meinen vorherigen Kirby-Lore-Videos habe ich euch damals erzählt, wie random die Spiegelwelt eingeführt worden ist. Oh, Spiegel erscheint aus nichts. Böse Wesen im Spiegel. Genauso random wurde das vergessene Land eingeführt. Kirby lief wie in nahezu allen Spielen anfangs ganz entspannt und sorgenlos durch die Gegend, bis er in ein Portal eingesaugt wurde, welches ihn an einen anderen Ort brachte, der wirklich verlassen ist. Ich hab dir schon gesagt, du sollst deine Fresse halten, Mama. Das Ding dabei ist, dass der Planet nicht ohne Grund unbewohnt ist. Da das Lebewesen Elphilis aufgrund seiner Teleportationsfähigkeiten sich dahin teleportiert hat und alles zerstört hat. Elphilis ist der finale Boss des Spiels. Ja, wir müssen am Ende anfangen, um den Anfang zu verstehen. Die Bewohner des Landes schafften es nach einem langen Kampf, Elphilis ungefährlich zu machen, indem sie es zweiteilten. Eine Hälfte wurde in ein Labor gebracht, um an ihm zu experimentieren, damit dessen Teleportationskraft genutzt werden kann, um in ein anderes Land zu fliehen, das nicht zerstört ist. Igitt. Und der andere Teil ist geflüchtet und chillt jetzt mit Kirby. Okay, also ein Volk, welches über immensen technischen Fortschritt verfügt und auf der anderen Seite mega schlau ist. Also, ich weiß ja nicht, welches Volk das sein könnte, aber es ist das Volk, was damals Hannes in der Wasser ausgelöscht hat. Nach der Aussage Margolos, dem Bösewicht vom Kirby Wii-Teil, wurde die Lore Starcutter von den Antiken gebaut, welche eine immense Kraft nutzten, um durch Dimensionen zu reisen. Elphilis hat ganz zufällig genauso eine Kraft. Was wenn das Volk des vergessenen Landes aufgrund deren modernen Technologie Kontakt zu den Magiern aufgenommen hat, die Magier geholfen haben, Elphilis zu fangen, danach zusammen die Lore Starcutter gebaut haben, anschließend geflüchtet sind, um Elphilis im vergessenen Land verrotten zu lassen und das Volk gegründet haben, welches heute unter dem Namen der Antiken bekannt ist? Heines seiner Aussage nach sollen die Magier sogar die Wesen gewesen sein, die damals die galaktische Krise, aka die Elphilis der Weltenzerstörer-Krise, unterbunden haben und daraufhin von den Wissenschaftlern aufgrund deren Macht gefürchtet wurden und dadurch Genozid begangen wurde an ihnen. Junger Mann, du bist leider zu vielwissend. Ich kann dich deinen Gedanken weiter nicht ausführen lassen. Okay, erstens, das war nur eine Theorie. Und zweitens heiße ich Heizen, nicht zu vielwissend. Hast du gerade daneben geschossen? Oh mein Gott, du glaubst auch, wie so viele Kids oder auch, oh mein Gott. Manchmal sollte man einfach seine Fresse halten. Was ist das? Ich habe am Anfang des Videos doch gesagt, dass du später alles verstehen wirst. Du hast zu viel Informationen über die Kirby-Lore preisgegeben. Deswegen kam der Lore-Beauftragte und hat Komm, wie hätte ich das verhindern sollen, Mann? Was soll denn das? Das ist ein Lore-Video, kein Blockbuster-Film. Der Planet ist auf jeden Fall nicht so verlassen, wie man dachte, da die einheimischen Tierwesen da halt immer noch leben. Darunter fallen Gorillos, Tropical Woods, Tazandra, Leopold und Gürteltor. Er ist wirklich sehr interessant. Imagine, man macht sich einfach eine Freundin aus Restmüll so, einfach so eine Figur. So. Hör auf, den Bodypillow von mir selber anzuschauen, okay? Aufgrund des Alleinseins suchte Leopold einen Weg, den Planeten zu verlassen, welchen er in einem alten Labor fand, und zwar mit Elphilis. Das Problem ist aber, dass die Wiedergeburt von Elphilis nur stattfinden kann, indem es sein Gegenstück Elphilin absorbiert. Und Elphilin chillt die ganze Zeit mit Kirby. Doch die wichtigste Zutat zur Reinkarnation habe ich noch gar nicht erwähnt. Waddle Dees. Ja, die Waddle Dees. Die werden nämlich dafür gebraucht, um das Labor mit Energie zu befeuern, indem die in Hamsterrädern laufen. So wie ich das hier richtig sehe, beginnt deine Arbeitsschicht, in der du bedingungslos für mehrere Stunden in einem Hamsterrad läufst, bis du elendig daran krepierst. Falls du gedacht hast, dass du mich entführen kannst, um meine Arbeitskraft auszunutzen, um ein Lebewesen neu zu beschwören, bist du verdammt richtig. Aber wo ist König der Idee? Stimmt, du hast recht, Mann. Warum sollte man eigentlich so eine Handgelenkschlaufe? Ey, yo, ich hoffe, es ist wirklich wichtig, Mann. Ich habe König der Idee schon lange nicht mehr gesehen, Mann. Weißt du, zufällig wurde er sich bei mir langsam ein bisschen Sorgen. Okay, what the fuck, wo? Aktuell voll aus dem Typen schwarzen Shirt da. Nicht wieder verstehen. Jetzt verstehe ich's.
Ja, ich habe meine Uhr so modifiziert, dass ich mich in die Nähe von König der Idee teleportieren lassen kann. Das Ding ist nur, meine Uhr funktioniert nicht mehr. Ich weiß nicht, wie viel Uhr wir haben. Oh, ich habe vergessen, ich bin in London. König der Idee befindet sich in einer super weirden, verlassenen Stadt. London. London. Come on, schaut euch mal die Brücke an. Tower Bridge. Diese große Uhr da. Big Ben. Damn, das ist einfach London. Kirby macht sich dann kurz Zeit auf den Weg zum Buckingham Palace, trifft dort die unsterbliche Queen Elizabeth... König der Idee an und kämpft gegen ihn. Ihr kennt ihn doch, das typische Prinzip. Er wird von irgendjemandem gebrainwashed. In dem Fall ist es jetzt Elphilis. Aber Gott sei Dank hat er ja nicht irgendwie vorgehabt, Elphilin zu klauen und ihn Elphilis zu geben, damit er wiedergeboren werden kann. Oh fuck. Während Kirby seinen Freudentanz absolvierte, weil er jemanden totgeprügelt hat, ergriff der gehirngewaschene König der Idee die Chance, Elphilin zu fangen und brachte ihn zu Leopold, welcher wohlgemerkt auch von Elphilis kontrolliert wird. Leopold ist in dem Teil der König der Idee, der random manipuliert wird und komplett nutzlos ist, weil der blaue Pinguin diesmal tatsächlich zur Abwechslung, obwohl er gehirngewaschen war, seinen Fehler wieder ausgebessert hat. König der Idee liegt da gar nicht. Der hat for whatever reason einfach überlebt. Hier sind meine Hoffnungen und Träume auf ein neues Pikmin. Ja, also so sehr wie es gewirkt hat, dass König der Idee hier stirbt, er lebt einfach so. Keiner weiß warum genau. Doch was man weiß, ist, dass der gute alte König Nickerchen Kirby den Weg frei hält, damit er zum wahren Bösewicht gehen kann. Ach, weißt du, ich hatte eh nicht vor, irgendwie schlafen zu gehen oder so. Also ohne Witz, ich kann nicht verstehen, wieso ich die Kirby-Boss-Designe so unglaublich liebe. Sie sehen alle so absurd und insane cool aus. Schaut euch Factor Forgo an. Das sieht aus wie ein Wesen, was euch in den Albträumen verfolgt und ihr dann immer ganz zufällig langsamer werdet. Ich kann doch niemals der Einzige sein, der manchmal so träumt. Das ist so Albtraum, da hat man so Angst auf einmal. Wir befinden uns gerade mehr oder weniger in dem Magen von Elphilis, seiner unvollständigen Form, da das Lebewesen davor Elphilin absorbieren müsste, weil ich ein Projekt mit Kirby chillt. Aber als Kirby ganz zufällig kurz weggeschaut hat, hat sie ihn absorbiert. Und somit ist Factor Elphilis wiedergeboren, welcher einst das Land nahezu komplett zerstörte. Kirby hielt gegen die Attacken des Wesens anfangs gut stand, doch Elphilis merkte, dass es zu unfairen Mitteln greifen muss, um zu gewinnen. Elphilis wollte den Planeten Popstar auf das vergessene Land einstürzen lassen, womit Kirby dazu gezwungen war, das einzig Richtige zu tun. Und zwar, sich in das Lenkrad zu setzen. Ja, um genau zu sein, Kirby hat einen LKW aufgesaugt und hat Elphilis, wenn ich so sagen darf, überfahren. Also er ist kurz davor noch geflogen und ist dann auf ihn zugefahren. Doch so einfach würde sich das Problem nicht lösen, da im Himmel noch so ein riesengroßes Loch ist, welches lediglich Elphilin, der erst gerettet wurde, beseitigen kann, indem er es absorbiert. Wir haben heute König der Idee nicht verloren, aber unser treuer Mitstreiter ist nach dieser Aktion kerngesund wieder zurück und keiner weiß, ob das Ende so dramatisch war. Warte mal, ist da nicht irgendwas sehr Wichtiges gewesen, worum sich Kirby eigentlich kümmern sollte? Also etwas richtig Wichtiges, so was man nicht vergessen sollte? Ich glaube nicht. Leopold, ihr habt Leopold im Labor vergessen. Wie zum Fick. Kirby und Elphilin gehen auf jeden Fall nochmal zum Labor zurück, um Leopold aus der Embryonalstellung zu befreien. Und oh nein, er ist immer noch besessen von der Seele von Elphilin. Mein Gott, verschwinde! Was willst du dauernd in Kirby spielen? Man, lass mich einfach in Ruhe! Oh. Du bist nur da, um Elphilis den Weltenzerstörer zu vernichten, weil es deine Aufgabe als Ritter der Unterwelt ist und du einfach nur für Sicherheit der Galaxie sorgen willst. So, okay. Ich meine, wenn es nur das ist, dann eliminieren ihn schnell. Ich verstehe sowieso nicht, wie Elphilis überlebt hat. Jetzt gibt's ihn nicht mehr, Morphonite schon lange nicht mehr. Es gibt nahezu keine Gefahren. Ja, okay, also wenn das so ist. Ich meinte ja vor längerem, dass Morphonite von Kirby ausgelöscht wurde. Und er ist anscheinend jetzt zurück mit einer wahrscheinlich noch größeren Macht als zuvor, da er Elphilis absorbiert hat. Aber diesmal war etwas anders. Als Elphilis absorbiert wurde, waren Feuerpartikel da. Und damals bei Galacta Knight Herzen.
Hat dies einen triftigen Grund oder absorbiert der Schmetterling nur nacheinander die stärksten Seelen, die er auffinden kann, damit er genug Kraft hat, um den Tag des jüngsten Gerichts einzuleiten, um Kirby ein für alle Mal zu besiegen? Ich hoffe, es hat jetzt keiner gesehen. Hey, das war doch alles nur Spaß, Mann. Ich würde doch niemals eine Theorie in ein Lore-Video packen. Also, aber weißt du was? Wenn diese Information schon deinen Kopf durchgemischt hat, dann warte ab, was Elphilis noch so an neuen Stuff auf dich zuwerfen wird. Die Karten sind alle falsch geflogen. Kurz nach der Befreiung Leopolds von Elphilis seinen Überresten und der Ausradierung des Kriegers der Unterwelt Morphonite. Ach Mann, Alter, man ist mein Papier gerissen. Begab sich Kirby in einen speziellen Ort, wo sich die Reinkarnation von Elphilis befand. Das mag jetzt echt ein bisschen verwirrend wirken, da der Schmetterling eigentlich Elphilis eliminiert hat. Aber genau dieser Schmetterling hat sich auch gedacht, hey, wie lustig wäre es denn, wenn ich die Reinkarnation des puren Chaos einfach random auf Kirby losschicke und schaue, was passiert. Das ist 1:1 so passiert. Ich habe da nichts dazu gedichtet. Kirby hat nach einem relativ langen Kampf herausgefunden, wie man Elphilis ein für alle Mal besiegen kann. Indem Kirby seine Seele aus ihm heraussaugt und Elphilin es absorbiert. Es ist ein typisches Kirby-Ende, I guess. Das Spiel war wirklich verdammt cool und hat auch übel viel der Lore beigetragen. Das Wichtigste habe ich euch bloß noch nicht erzählt. Morphonite ist nicht gestorben in dem Kampf gegen Kirby. Er ist geflüchtet. Schon wieder. Also, bis zum nächsten Kirby-Spiel, was released wird und ich gezwungenermaßen zu einem Video mache. Ciao, ciao! Das ist dumm gelaufen. Aber hey, schau mal, London sieht cool aus. I guess.